Ja, meine Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von heute. Da gehen wir auf ABK mit meinen Kollegen. Wie geht's dir, Bruder? Alhamdulillah, alles gut. Ich danke dir. Auf jeden Fall, heute reden wir auf ABK hier. Wir geben dem Bruder mal einen Hack und geben auch einmal ein Like. Haben wir schon geliked? Nein, noch nicht. Hier ein Like. Warum 1000 Dislikes? Was ist los mit euch, Abonnenten? Warum gibt ihr 1000 Dislikes? Was ist los mit euch? Alter, Alter, okay, fangen wir an, Bruder. Wie findest du ABK? Bruder, ich feiere, weil er nimmt alles auf. Man denkt immer so, der arme Marokkaner, Bruder, aber ich sag dir nur, wie es ist, Bruder, er hat System, Bruder. Ich sag dir, er hat System. Jeder weiß, er ist schlau, er ist Fuchs. Aber Bruder, er macht auf Broke, aber ich glaube, Bruder, er hat Katar sein Gold, Bruder, Ja, so. guck mal, Bruder, das ist da breitlos. Bruder, egal, guck mal, ob der breit ist oder nicht, aber Bruder, guck mal, die 700 Klicks, Bruder, 700k Klicks, Bruder, Boah. das macht ihn breit, überleg mal. Bruder, ich mach kein Auge oder so, aber. Ich mach kein Auge, aber. Läuft, haben läuft. Bruder, fangen wir Ich glaube wirklich, dass ich dieses Jahr keine Reisevlogs mehr drehen kann und auch meine Kom. Bruder, der kann keine Reisebox mehr drehen, Bruder. Einfach wegen Corona. Scheiße, wegen Corona. Corona hat alles auseinandergenommen, Bruder. Jeden. Alles und jeden. Und ich sag dir ehrlich, Bruder, es macht ein bisschen Kopf, ich sag dir ehrlich, aber egal. Die Japan-Reise, die ich sogar für letztes Jahr gebucht hatte und mir auf dieses Jahr verschoben wurde, stornieren muss. Denn so wie Was? Der muss stornieren? die Lage gerade aussieht, werde nicht nur ich, sondern werden wir alle irgendwie vergessen können, in bestimmte Länder zu reisen. Geschweige denn, dass unsere Sehnsucht nach Normalität schnellstmöglich gestillt wird. Und in diesem Video möchte ich mal mit euch darüber reden, was meiner Meinung nach Politiker verkackt haben und wie ich das So Ganze. eine Frage. Was haben denn auch Politiker verkackt? Bruder, man kann sagen, die haben vieles verkackt. Man kann aber auch sagen, Bruder, das sind Retter. Bruder, die Sache ist die, guck mal, jetzt angenommen, jetzt du bist so eine Angela Merkel, Bruder. Was willst du machen, Bruder? Machst du das falsch? Machst du das andere, machst du das falsch? Aber in Kosovo, Bruder, siehst du, Corona-Zahlen gehen runter, Partys, Diskos haben auf, Bruder. Alles hat auf. Ja, Tam, Bruder, aber guck mal jetzt am Anfang, Lockdown. Hätte jeder am Lockdown anfangs, hätten die da durchgezogen, hätten die nicht rumgeheult, wäre jetzt wieder gut. Aber die Leute heulen rum, nein, wir wollen raus, wir lassen uns nicht einsperren, guck mal, wie es da ist, guck mal, wie es da ist, Bruder, und jetzt sind wir so, so sind wir. Boah, stimmt, Bruder, auf jeden Fall nicht. Wer ist denn das, Bruder? Bruder, ich kenne ihn nicht. Ganze mit dieser Corona-Impfung sehe und ob ich mich überhaupt Willst du schimpfen? Nein. impfen lassen werde. Ich habe Angst vor Spritzen. Ich hasse Spritzen. Bruder, die werden sagen, dass wir zum Beispiel ohne, wie nennt man das, Impfstoff, also wenn du dich nicht geimpft hast, Bruder, die sagen, du bist safe. Du wirst nichts machen können, Bruder, du kannst Bruder, rausgehen. ich bleib hier drin, ich rauche meine Shisha, ich schicke meine Schwester Tabak kaufen. Das gibt auf jeden Fall recht, Bruder. Seit einem Jahr leben wir jetzt schon mit dem Coronavirus in Deutschland. Eine aus Shanghai nach München gereiste chinesische Mitarbeiterin des Autozulieferers Webasto brachte die Infektion damals in die Bundesrepublik. Am Anfang noch verharmlost oder eher gesagt nicht ausreichend ernst genommen, hat das Virus heute global fast schon jeden und alles in der Hand. Von einschneidenden Grundrechtseinschränkungen bis umfangreichen Kontaktbeschränkungen über Regelungen und Maßnahmen. Der macht sein Virus richtig krank, ne? Merkst du das? Bruder, der hat recht. Ja, der macht sein Virus Er hat richtig. recht, Bruder. Die Wirtschaft und auch das soziale Miteinander weltweit auf eine harte Zerreißprobe stellen, sind das jetzt erste deutlich spürbare Konsequenzen aus der Corona-Pandemie. Wisst ihr, ich hab mal. Das sieht aus wie Tesla. Manchmal das Gefühl, dass sich hier die Gesellschaft schon fast ein wenig teilt. Einmal in Menschen, die in dieser schwierigen Zeit den Ernst der Lage verstehen und Mal das hier nicht? Nein. Menschen, die zu viel Buck. Ah, okay. Den Menschen, die in dieser schwierigen Zeit den Ernst der Lage verstehen und Menschen, die zu viel Bucadios geraucht haben. Sogenannte QAnon-Anhänger, Corona-Verschwörungstheoretiker und andere Sondis, die sich sogar zusammengetan haben. Ich habe ein Immunsystem! Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Ich habe nur ein Bier getrunken. Oh, das Immunsystem reinigt von innen. Was soll ich sagen? Ihre Maske, die ich trage, diese Maske trage ich in mir. Das ist mein Immunsystem. Bruder, das ist Deutschland. Was soll ich dazu sagen, Bruder? Ich trage keine Masken, ich habe Immunsystem, mir geht's gut. Und genau wegen sowas, Bruder, ist es halt so, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Hätte dieser Ehrenmann eine Maske getragen. Bruder, dann hätte ich jetzt mein Lappen auch, aber ich kann keine Sonderstunde machen. Schwachen, Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich dazu noch sagen? Ich möchte heute aber auf jeden Fall Kritik an jener Politik und Politikern üben, die trotz gutem Willen, dem Auftrag und Pflichtbewusstsein stets im Sinne des Volkes zu handeln, doch einiges im Umgang mit dieser Pandemie falsch gemacht haben.
Ich verstehe zum Beispiel bis heute nicht, wie es so weit kommen konnte, dass Ärzte deutscher Krankenhäuser erstmals nach Jahrzehnten wieder Verfahren der medizinischen Triage anwenden müssen. Und auch, dass sogar gesamtes Krankenhauspersonal sowie Ärzte in ungeahnte und vor allem psychisch mehr als belastende Drucksituationen geraten konnten. Oder auch die Frage, warum die Verlagerung des Präsenzunterrichts in ebenso... ...so wertigen Online-Unterricht ein solch großes Problem darstellt. Es gibt wirklich Lehrer, die können nicht einmal eine Zoom-Konferenz richtig führen. Der Klasse 10-2, dann musst du dieses Meeting verlassen. Es geht sogar so weit, dass manche Unternehmen mittlerweile schon Mitarbeiter kündigen müssen, weil die eben durch Corona... Das ist traurig, Bruder. Existenz, Bruder, Existenz. Das ist richtig traurig, Bruder, das Leute... Bruder, ich sag dir ehrlich, Papieren hat Schluss gemacht, die zugemacht, Restaurants haben zugemacht, Bruder, manche haben wirklich... Geschlossen? Komplett geschlossen, Bruder. Zara hat überall geschlossen. Zara hat überall geschlossen, Bruder. Traurig. Das ist auch traurig. Was soll ich dazu sagen, Bruder? Traurig, Bruder. Richtig. Gebehbert wurden. Teilweise ist es sogar schwieriger geworden, einen Job zu finden. Falls jetzt gerade auch Leute unter euch sind, die ohnehin gar keine Motivation mehr haben, dann könnt ihr euch einfach ein qualifiziertes Bewerbungsschreiben auf www.dietechschreiber.de erstellen lassen. Für jeden ist was dabei. Versucht eure Zukunft zu sichern. Ihr seht, alles dafür getan wurde. Die Corona-Warn-App wirkt, sie ist nachgefragt, sie funktioniert, sie hilft, Infektionen zu vermeiden und sie ist eine der erfolgreichsten Apps weltweit. Motto, Junge. Du bist ja genau wie ich, wenn ich irgendwelche Placements... vorstelle. Hauptsache alles an der App gut reden. Denn Leute, das war schon irgendwo eine richtige Hardware-App. Dabei hat die Programmierung dieser App 68 Millionen Euro gekostet. Dieses Geld hätte man genauso gut im Knopf... die Casino verzocken können. Als dann aber im Oktober die zweite Welle gekommen ist, hat der liebe Spahn die Einführung von Corona-Schnelltests, insbesondere zum Schutz der verwundbaren alten Leute und für das Arzt- und Pflegepersonal in den Krankenhäusern versprochen. Naja, auch das wurde nichts, denn das Ganze... Bruder, ich sag dir, ich hab Corona-Tests gemacht, ne? In der Türkei, Bruder, ich bin gestorben. Ich bin gestorben, Bruder. Ich dachte, die gehen in mein Gehirn rein. Was hast du mal gemacht? Nein, Bruder. Mach das nie wieder, mach das niemals, Bruder. Wenn ich dran nachdenke, Bruder, Es ist doch nicht so schnell und konnte gar nicht so umgesetzt werden wie versprochen, obwohl man vorgesehen hatte, dass das Pflegepersonal dem Plan nach prioritär behandelt wird, kommt es dazu, dass Pflege erst nach 8 oder sogar teilweise 13 Wochen getestet wurde. Spahn ist wie so ein Deutschrapper. Der kündigt immer irgendwas an und am Ende kommt der Esel dann raus. Aber so leichtfertig mit dem Vertrauen der Bevölkerung umzugehen, ist einfach scheiße. Weil das Volk doch dann gar kein Vertrauen mehr in die Politik hat. Keiner glaubt der Politik mehr, wenn die irgendwelche Lockdown-Lockerungstermine bekannt geben. Jetzt mal ehrlich, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr wirklich glaubt, dass am 7. März dieser harte Lockdown wieder aufgehoben wird. Und... Wir haben schon wie viel, Bruder? Wir haben den 6. Morgen. Ne, niemals, Bruder. Viel Wallahi oder ich schwöre auf das. Lüge. Der Koran liegt da auf dem Tisch. Es ist Lüge. Ja, und dann kam dann halt im Dezember dieses Versprechen mit der Entwicklung des Corona-Impfstoffes. Dass das jetzt auch auf jeden Fall die neue... Dass wir bis Dezember geimpften. Wenn wir müssten. Ich denke, es kann sein, aber ich denke eher nicht, weil die Sache ist, Bruder, erst fangen die an mit den alten Leuten, mit den Risikopatienten, mit den Leuten, die in der Schule arbeiten, Lehrer, mit den Schülern, Bruder, bis wir irgendwann drankommen, Bruder, niemals. Neuinfizierten Zahlen sinken wird und man dazu schon viele Impfzentren aufgebaut hat und so. Wie das Ganze aber dann wirklich war, wissen wir ja mittlerweile. Die Impfzentren waren lange Zeit unbenutzt, weil der Impfstoff in nicht benötigter Menge vorbestellt wurde und man jetzt die Konsequenzen des Mangels in der ganzen Republik zu spüren bekommt. Dass die Lieferung des Impfstoffes so lange auf sich warten lässt, liegt daran, dass Deutschland sich dazu entschieden hat, mit allen EU-Mitgliedstaaten den Impfstoff... Hast du gehört, dass die Ärzte so am Anfang geimpft werden und die Älteren auch am Anfang, Bruder? Und die ganze Jugend, Bruder... Erst gegen Oktober und so. Das ist normal, Bruder, wir haben stärkstes Immunsystem. Hat der Typ auch eben gesagt, Maske, wir brauchen keine Maske. Gemeinsam auf europäischer Ebene zu bestellen. Und das heißt ja dann, dass der nationale Bestellvorgang jetzt zu einem europäischen gemeinsamen Bestellvorgang geworden ist. Das Ganze ist vielleicht nett gemeint, aber das Problem dabei ist, dass es zu Lieferverzögerungen kommt. Weißt du, wovor die am meisten Angst haben, Bruder? Dass zum Beispiel, wenn die Leute geimpft sind, dass Leute dann impotent werden, Bruder. Impotent, dass du kein Kind erzeugen kannst. Oder Leute sagen auch, man kriegt von Fiebersaft Durchfall. Verstehst du, was ich meine? Man weiß nie. Stimmt, Bruder.
kommt. Und gerade das in so einer Pandemie ist wiederum nicht so nett. Ja, und letztlich haben dann halt so Länder wie Großbritannien und Israel, die jetzt nur für sich alleine bestellt haben, wobei sogar Großbritannien mit AstraZeneca eine eigene Firma hat, eben Vorteile, sodass diese Länder jetzt mit dem Impfen deutlich fortgeschrittener sind als wir, weil das eben alles bei denen viel schneller geht. Und somit haben wir wohl auch die sinkenden Infektionszahlen nicht dem massenhaften Impfen zu verdanken, denn das Sinken der Zahlen ist wohl eher dem strengen Lockdown und den damit verbundenen Corona-Maßnahmen, sowie auch dem gestiegenen Pflichtbewusstsein und der Ahnung der Bürger, dass man sich in solchen Zeiten wohl kaum auf Versprechen aus dem Gesundheitsministerium verlassen sollte, zu verdanken. Und jetzt am 25. Februar dieses Jahres steht ausgerechnet der Gesundheitsexperte der CSU, Georg Nüsslein, unter Korruptionsverdacht. Und das wegen dem Ankauf von Atemschutzmasken. Und jetzt so nach der Aufhebung seiner Immunität haben Fahnder das Wohnhaus von dem durchsucht. Was da passiert ist? Bruder, lest das mal kurz durch. Und zwar, CSU hat irgendwas mit Masken gemacht, Bruder. Und irgendwas mit Korruption, Bruder. Durch Hops genommen. Richtig hops genommen, Bruder. Der Typ wurde richtig hops genommen. Wie es aussieht, hat der Deutschland hops genommen, Bruder. Ja, der hat richtig Geld gemacht. Richtig. Beweismaterial sichergestellt. Und sobald sich der Vorwurf gegen den CSU-Politiker erhärten sollte, dann hat Nüsslein sich kurzerhand an den Masken beraubt, die seine Regierung, wenn man so will, aktuell so dringend benötigt. Konkret geht es darum, dass der CSU-Politiker mutmaßlich 660.000 Euro für die Vermittlung... 660.000 Euro hat der Gewinn gemacht. Durch Masken? Mhm. Krank, Bruder. Und wir werden ausgenommen wegen Dings, Bruder, Steuerinfektion. Ein paar Tausend. Ja. Zwischen einem Maskenhersteller und den Gesundheitsministerien der Länder in Rechnung gestellt haben soll. Aber nach wie vor gilt natürlich bis zur Verurteilung die Unschuldsvermutung. Sollte das aber wirklich alles stimmen, dann gibt das einen heftigen politischen Schaden für die Unionspartei. Und ich glaube, das ballert nicht so für die nächste Bundestagswahl. Jedenfalls scheint es so, als offenbare uns diese ganze Corona-Pandemie Ich war in Frankfurt, wo da laufen Leute ohne Maske rum, Bruder. Ohne Maske. In der Stadt, Bruder. Die werden von Polizei angehalten, die hauen einfach ab, Bruder. So. Ja, nee, Bruder, wir wurden angehalten, wir waren nur zu zweit im Auto. Zu uns sagen die, wohnen die, Bruder, wir sind zu zweit. Die fragen uns, ob wir im gleichen Haushalt wohnen, Bruder. Bruder, wir sind zu zweit. Was soll das? Hemmungslos alle bisher aufgeschobenen. Weißt du, was ich meine, Bruder? Das ist echt heftig. Oder gut ignorierten Probleme und Schwachstellen der Gesundheits-, Bildungs- und Finanzpolitik des Landes. Auch quälende Ungewissheit und die Sehnsucht nach dem schon einheitlich heraufbeschworenen Licht am Ende des Tunnels bestimmen Gefühlslagen und tägliches Abwägen, was nun noch erlaubt ist und welche neuen Einschränkungen und Richtlinien folgen. Und nachdem jetzt jede Hoffnung auf der Entwicklung eines Impfstoffes lag und viele Pharmaunternehmen nach und nach ihre Zulassung anmelden bzw. Leute, Ton ist an, oder? Ihr hört uns. Schreibt mal rein, ja, nein. Ich glaube, Bruder, sag ich ehrlich, dass die sowas machen, sag ich ehrlich, schon kopfig, auf jeden Fall kopfig, Bruder, aber was soll man machen, Bruder, so, ja, so, schon traurig eigentlich, Bruder. Beziehungsweise bereits schon erhalten haben, wirkt es so, als würde sich schon die nächste Katastrophe im Umgang mit der Corona-Pandemie anbahnen. Oder warum gibt es jetzt so viele zeitliche und mengentechnische Rückstände bei Beschaffung des Impfstoffes? Das ist aber hier um keinen Wettbewerb zwischen... Schau dir das mal bitte an. Verabreichte Dosen, Bruder, 244 Millionen, Bruder. Und für nur 53 Millionen Wunsch muss es geben. Digga, das ist doch traurig, Bruder. Warum machen die nicht alles auf einmal, Bruder? Auch die Jugendlichen, Bruder. Guck mal, Türkei, hier. In den Ländern geht, ist aus Türkei, wo 8,5 Millionen verabreichte Dosen, davon nur 1 Million, Bruder. Warum macht der nicht alles auf einmal, Bruder? Guck mal, USA, die haben schon guten Fortschritt gemacht, Digga. Die haben 24 Millionen krank, Bruder, bei 5, das ist krass, 7,5%. Total. Politischer Perspektive allein schon nachvollziehbar. Denn an erster Guck mal, Israel, Bruder. Das im Gegenteil, guck mal, das ist krank. Deutschland eigentlich auch krass, Bruder. Kannst du sagen, was du willst. 37% ist heftig. Fast die Hälfte von der Bürger, Bruder. Stelle steht nämlich die Bekämpfung des Coronavirus. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, Bruder. Bruder, ich glaube, Corona hat sich auch auseinandergebracht. Oder Corona hat mich komplett. Länder wie Großbritannien und die Vereinigten Staaten, die unter ihren aktuellen und ehemaligen Führungen den Corona-Skeptikern zugehörig waren, jetzt aber auf einmal beim Thema Impfung besonders weit vorne liegen und Europas Bevölkerung prozentual betrachtet überholt haben. Wie kann das so plötzlich sein? Auch wenn gerade ein heftiger Zeitdruck herrscht und der Handlungsdrang offensichtlich genug ist, sollte gerade in dieser Situation eher sorgfältig statt hektisch entschieden werden, welchen Wirkstoff man nun nutzt und welchen nicht. Länder wie die Schweiz zum Beispiel machen das ziemlich gut. Man hat sich nämlich dort entschieden, Und die haben alles auch. Fremdwörter, Bruder, ich hab keine Ahnung. Das sind keine Fremdwörter, das sind afrikanische
den Impfstoff von AstraZeneca vorerst nicht zuzulassen, bis ausreichende Angaben zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität gemacht werden können. Und ich bin der Meinung, dass genau das überall der Fall sein sollte. Immerhin braucht ja im Normalfall so ein Impfstoff schon einige... Ja, guck mal, das weiß auch nicht, Bruder. Eigentlich, wenn man einen Impfstoff herstellt, Bruder, dauert eigentlich 10 Jahre, Bruder, bis man einen Impfstoff wirklich... Und das hat nicht ein Jahr gedauert, nicht mal ein Jahr gedauert, dass man alles geprüft hat. Corona hat doch die ganze Welt auseinandergenommen. Was soll man 13 Jahre machen, Bruder? Wenn man nicht handelt, Bruder, wird es immer mehr. Und dann irgendwann, Bruder, sind es nicht 1 Million Tote im Jahr oder so, sondern 5. Krass. Jahre, bis er überhaupt zugelassen wird. Da müsst mal darüber nachdenken, in was für einer Rekordzeit dieser Corona-Impfstoff entwickelt wurde. Und genau deswegen bin ich auch einfach ehrlich zu euch und sage ganz offen, dass ich mich vorerst nicht impfen lassen werde, weil ich mich dabei einfach wie in so einem Twitch-Livestream fühle. Man drückt mir irgendwas rein und dann guckt man einfach so, was irgendwie, irgendwann, irgendwo passiert, obwohl die gerade selbst noch nicht einmal genau wissen, was so eine Impfung für Auswirkungen haben kann. Und Leute, ich habe auch gerade bewusst gesagt, dass ich mich erstmal nicht impfen lassen werde, weil da gibt's halt... Erstmal, weißt du, was du damit meinst? Im Endeffekt, man muss sich impfen lassen, Bruder. Man muss. Der wartet erstmal ab, was bei den anderen Leuten ist, und dann macht er selber Standard. Normal, würde ich auch so machen. Eine Sache, auf die ich irgendwie nicht wirklich verzichten möchte. Ich reise ziemlich gerne. Und wie ihr wisst, ist das ja auch einer der Gründe, warum ich überhaupt YouTube mache, um Geld zu verdienen, damit ich einerseits reisen kann und natürlich auch weiterhin meine Familie unterstütze. Ich will aber auf keins der beiden Dinge verzichten müssen. Denn ich glaube, dass wenn ich mich nicht impfen lasse, ich die Reisen in andere Länder vorerst vergessen kann. Ich habe nämlich gelesen, dass einige Länder schon bereits voraussetzen, dass man gegen das Coronavirus geimpft sein muss, um halt in dieses Land ohne Quarantänepflicht einreisen zu dürfen. Und genau hier bahnt sich schon direkt wieder das nächste Problem an. Denn manche Länder setzen den Impfstoff von bestimmten Firmen voraus. Wurdet ihr aber mit dem Impfstoff von einer anderen Firma geimpft, so dürft ihr ohne Quarantänepflicht vorerst gar nicht einreisen. Und versteht mich jetzt bitte auch nicht falsch. Mein persönliches Problem liegt nicht darin, dass uns hier in Deutschland Regeln und Maßnahmen aufgetragen werden, sondern dass diese immer häufiger nicht ausreichend begründet werden können und so weniger auf handfesten Erkenntnissen als eher auf Befürchtungen und der schieren Angst vor dem Virus fußt. Aber gleichzeitig muss meiner Meinung nach stärker abgewogen werden, welche Risiken und Konsequenzen solch ein... Aber was ich verstehe, Bruder, jetzt mal Hand aufs Herz. Im Sommer, Bruder, waren alle sicher was offen gewesen. Ja, Bruder, das war wegen diesen Lockerung. Das sage ich jetzt dir, wenn die nicht gelockert hätten damals, dann wären wir jetzt safe. Dann wären wir safe. Komplett. Das stimmt, Bruder, das war auch nicht normal. Schneidende Maßnahmen langfristig haben können. An für sich bin ich ja sowieso Freund von... Ist das Sandra neben dir? Das ist Mero. Ist das nicht? Bruder, Mero. Das ist Mero. Mero, ja? Ja. Der Mero von mir? QDH. Es bockt nicht. Harten Regelungen, die das Virus im besten Fall schnellstmöglich bekämpfen. Doch man hätte entsprechende Beschlüsse deutlich früher treffen müssen, statt sie jetzt die ganze Zeit quälend oft zu verlängern, dann sie wieder zu lockern, um sie dann wieder zu verschärfen. Mir ist ja auch klar, dass das Coronavirus bis... Das ist schon traurig, Bruder. 2,5 Millionen Todesfälle. Weißt du, was heißt, Bruder? 2,5 Millionen Leute sind einfach so gestorben. Na, das kann ich sagen, Bruder. Vielleicht vor Erkrankung, vielleicht waren die eh schon am Sterben. Aber ich meine, für mich ist Corona einfach, Bruder, wenn man durch Corona steht, guck mal, allein USA ist schon 500.000, Bruder. Eigentlich USA ist schon komplett 10 Hops genommen. Guck mal, und China, Bruder, wo das alles angefangen ist, gar nicht dabei, hier oben. Ja leider richtig viele Todesopfer gefordert hat. Gott segne all diese Leute. Aber nichtsdestotrotz herrscht auch ein Jahr später viel zu viel Ungewissheit, als dass mit diesem neuen, allumfassenden Problem professionell und kompetent genug umgegangen werden könnte. Darum stellt sich mir auch aktuell nicht die Frage der Schuld, weil ich eben dabei bleibe, dass weiterhin alle Maßnahmen... Jemand fragt hier, bin ich für Israel oder Palästina, Bruder? Ich konnte gar nicht beantworten, weil das ist eigentlich selbst erklärlich für Palästina. Du? Na, Bruder, Palästina. Soll ich sagen. Und Regelungen befolgt, der Inzidenzwert gesenkt und infolgedessen noch das Coronavirus bekämpft gehört, bevor man dann beginnt, alle verursachten Schäden aufzuarbeiten und allgemein wieder zum normalen Alltagsleben zurückfindet, man wieder endlich seine Freunde besuchen kann, in den Urlaub fliegen kann oder in die Shisha-Bar geht. Leute, bitte nehmt weiterhin die Lage ernst, damit diese Scheiße endlich vorbei ist, auch wenn ich jetzt demnächst ein paar Vlogs drehen werde, wo ich... Bruder, das ist Big Mo, mein Kollege, das ist Momo Bre, die ganzen richtig korrekte Menschen, Wallah. Echt? Das sind richtig korrekte Menschen, ich höre auf alles. Keine Ahnung, Bro, ich kenn die nicht. Kann ich urteilen. Ey, guck mal, das ist ein Kollege von mir, soll ich den mal persönlich einmal so anrufen? Ich ruf den jetzt mal an. Der Bruder ist schon spät. Der muss wach bleiben. Wir rufen den mal kurz an. Wir reden gerade, was soll denn das? Ich sag ihm, der soll reingehen. Was soll denn das? Was ein V-Mann. Wir sollen schnell rangehen, Alter, was ist los mit dir? Alter. Was ein Mensch, ja.
Hier. Ich rede gerade mit dem. Und der ist. Das ist einfach der Typ von Dings hier. Kann ich mir sein Profil zeigen hier. Das ist einfach der. Der da. Steuerfahnder. Hier, ran sofort. Warte. Also soll ich Momo Brian rufen? Lass mal Momo Brian rufen. Wenn der jetzt nicht rangeht, ich. Das ist der wo hier. Hier. Oder Corona hat mich auch immer angenommen. Corona hat mich und dich kaufen gekauft, ah, genau. Oder einfach Shisha schlecht gebaut, aber einfach. Ey, Momo Bre! Ja, Bruder. Wir reagieren gerade auf dein Video auf. Ey, wie geht's dir? Du bist dabei, Bruder. Planmäßige Ankunftszeit. Was, Bruder? Wir reagieren gerade auf dein Video, Bruder. Willst du was sagen an meinen ganzen Zuschauer? Ja, Bruder. Ich küsse dein Herz, Bruder. Pass auf dich auf, Bruder, wir sehen uns, ne? Ciao, Bruder. Krass, Bruder. Ja, wenn Leute das nicht sehen hier. Einfach krank, Bruder. Sag dir einfach krank, Wallah. Einfach krass. Mit ein paar Kollegen unterwegs bin, dann macht das bitte nicht nach. Ihr müsst verstehen, dass dieses ganze YouTube-Ding mein Beruf ist und ich damit meine Familie und vor allem auch mich selbst ernähre. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass sobald die Kamera aus ist, ich nur mit meiner Mutter alleine chille und gar nicht rausgehe oder irgendwelche Leute treffe. Es sei denn, ich möchte irgendwelche Videos drehen, um weiter ein Brot nach Hause zu bringen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr euch impfen lasst und warum. Das interessiert mich nämlich wirklich. Also, jetzt seid ihr dran und passt auf euch auf. Oder ich sag dir ehrlich, ein sehr, sehr informatives Video, Bruder. So, und Bruder, das ist echt schon ein krasses Ding, Bruder, sag ich dir offen ehrlich, was er da rausgekommen hat. Was sagst du dazu? Bruder, jetzt sagst du, Corona hat uns alle hops genommen, hat auch viele Leute um die Existenz gekostet, Digga. Viele haben ihren Job verloren, viele können ihren Haus nicht bezahlen, ihr Essen, und Bruder, das ist halt schon krass. Das muss anders gehandhabt werden, das ist meine Meinung dazu. Aber im Endeffekt ist es so, wir sind kleine Fische im System, wir können nichts sagen, wir können, bringt nichts, wenn wir uns jetzt damit zwei Mann hinstellen und sagen, naja, wir wollen das nicht, interessiert dir nicht. Genau, du hast recht, Bruder. Das ist die Sache, Bruder, das ist meine Meinung dazu. Boah, das ist echt ein...